Ja, Leute, ne? Herzlich willkommen Zu einem Livestream in VR, wieder bei Farpoint. Ja, ab sofort, wie bei Cinef. ohne den Avatar. Avatar. Aus dem ganz einfachen Grund, so ist es für mich leichter. Erstens, vom Audio her ist es viel einfacher. Und zum anderen hat OBS immer Schwierigkeiten irgendwie mit dem VR-System, deswegen ist es generell leichter. Ist da wirklich die Kamera? Ja. So, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Hoffentlich diesmal auch überlebend. Ich habe jetzt übrigens hier gerade extra das Pausemenü an, weil ich auch mal mitten in der Schlacht spawne. Ja. Den Controller in der Hand. Zeit für Geballer. Kein Witz, ich bin so gespawnt. Komm, lad nach, lad nach. Ah, mein Plasmagewehr ist schon wieder so gut wie leer. Nie hat man seine Ruhe vor euch. Fängt ja gut an. Bei euch gehe ich lieber in den Nahkampf. Ich vergesse immer, dass die Schüsse von der auch abprallen können. So, hier war noch einer. Das weiß ich. Ich weiß safe, dass hier noch einer war. Wo ist der Letzte? Erzählt mir hier keinen. Ich weiß doch genau, dass hier noch einer von euch gammelt. Oh, mir gefällt die Gegend hier gar nicht. Aber der Himmel ist immer noch wunderschön. So, hier tauchen doch bestimmt die nächsten Gegner auf. Ich frage mich eigentlich, wie soll das jetzt mit uns doch hier weitergehen? Wir wissen doch, hier die Forscher sind beim letzten Mal verreckt. Was ist das für eine Giftpumpe? Eine Pumpe, die auf Schüsse reagiert sogar. Hier kommen noch safe welche. Ich ergebe mich. Das ist die Forscherin. Sie hat überlebt. Aber ich bringe dich um, wenn du Mist baust. Ich habe deinen Namen vergessen. Nein. Ah nee, das Das ist der weiß ich nicht. Junge. Das war ein Mädchen? Okay, ich folge dir mal. Im Übrigen, wie gut hört ihr eigentlich alles? Wie gut hört ihr eigentlich alles? Recht gut. Hallo? Ach, da telefoniert schon wieder einer vor der Tür. Falls das Mädchen dabei euch leise ist, diesmal auch bei mir leise. Aber
Ja, da liegst du schon richtig. Ich sag grad extra nix. Plünderer. Die sind nicht von dir? Liegt hier was? Nein. Hier wären Granaten und Raketen. Könnt ihr die bitte kaputt gehen? Das wäre sehr nett. Stehen die auf einmal direkt hier. Da oben sind Sniper. Fuck, daneben. Der Scharfschütze war wichtiger. Aua. Oh, die gehen so schnell durch meine Barrikaden. Warum stehst du da unten? Ich komm ja schon. Bin alter Mann. So, ein Problem weniger. Okay, wenn ich sie abschieße, schießt sie mich ab und dann bin ich tot. Wo ist eigentlich der nächste Sniper? Da war einer. Ich hab nach ihm gefragt, Leute. Er hat mich gehört. Wie knapp vorbei. Und das ohne den Zoom. Nee. Also das Ding zu verfehlen ist nicht schwer. Einer weg. Sorry, es gibt wichtigere Dinge im Leben als dich. Kitty, könntest du mal auch drauf schießen? Das wäre sehr nett. Geschafft. Weiter geht's. Na? Die Plünderer erschienen vor ein paar Jahren. Sie nehmen alles auseinander und bauen aus dem Material dann neue Maschinen und Ausrüstung. Nicht sehr freundlich. Ich analysierte ihre Technologie. Wir nutzen einen Energiekern als Antrieb. Wir brauchen so einen Energiekern für den Start unseres Shuttles. Ohne einen Kern müssen wir fest. So undenkbar. Wir müssen einen holen, bevor sich das Wurmloch öffnet. Und ich weiß auch wo. Ich warte nicht nochmal. Sie hat gemerkt, was ich hier veranstalte. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam dem Endgame. Oh, ich kann sprinten? Schön, dass ich das auch mal erfahre. Hey!
Ich kann nicht klettern! Oh Gott. Sie kommen hier lang. Hab ihn. Wisst ihr was Schönes? Über euer Zielfernrohr kann ich euch genauso gut anaimen. Fuck. Ich hätte gerne mal echt eine neue Waffe statt dem Plasmagewehr. Das Plasmagewehr ist nicht so toll. Ich glaube, ich hätte da bei der Schrotflinte bleiben sollen. Scharfschützen! Also, die Scharfschützen sind tatsächlich die geringste Gefahr. Wenn man stets weiß, wo du hinnehmen musst. Ich sehe den Punkt. Ich treffe ihn nur nicht. Da ist Fun! Gut, dass man die auch kaputt machen kann. Aua. Puh. Nein, böse. Ich sagte böse. Kacke, die ist leer. Puh. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja, das Ende dieses Spiels in diesem Stream zu erreichen. Weil ich glaube, wir sind dem Ende echt nah. Sind, glaube ich, nur so 2 Kapitel noch. Boah, das Ding da sieht geil aus. Weiter in die Richtung. Verstanden. Schon unterwegs. Auf zum Bosskampf. Wie komisch aimt diese scheiß Plasmagun denn manchmal? Ich warte auch 10 Jahre, bis ich tot bin, ne? Einer weg. Okay, noch einer weg. Der Versuch war gut. Das Scharfschützengewehr killt die halt instant. Ach, deswegen hast du das Problem. Ich war schon komplett aus dem Radius raus von der Kamera. Ich hoffe, ich habe getroffen. Jetzt schieß da oben nochmal. Was ist überhaupt deine Existenz wert? Ja, setz dich dahin, wo ich hinschieße. Sehr schlaue Idee.
Danke! So, da oben sitzt jetzt irgendwo ein Sniper. Volle Kanne daneben. Erstmal einen wegholen. Danke! Danke, dass du dich auch mal nützlich machst. Hast du getroffen? Nein. Ein kleines Stückchen höher. Alter, man trifft so halt überhaupt nicht. Und wenn ich aime, dann hauen sie ab. Ich hoffe, ich habe den, der sich da versteckt, getroffen. Scheinbar habe ich sie getroffen. Jetzt mach den scheiß Schild weg. Kannst du mir auch mal was anderes sagen, als mach dich bereit? Ich gehe hier lang. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Sees da vorne. Tschüss. Vorsicht! Komm her und hilf mir! Es sind zu viele! Ich komm ja schon. Weißt du? Mir nicht richtig helfen wollen, ne? Aber ich muss dir immer helfen. Ich komme. So, ein Maschinchen schon mal kaputt. Warten bis Bumm macht, weitergehen. Keine Ahnung, wie das verreckt ist da hinten, aber man nimmt's. Verreck. Oh, Todeslaser. Böse. Von irgendwoher kamen noch mal Raketen. So, einer weg. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Ich muss regenerieren. Mach dich mal nützlich da oben. Okay, nicht zu sehen. Los geht's. Und mach mir mal eine Brücke. Boah, war die Stelle ekelhaft. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich die hier machen musste. Aber es war mega ekelhaft. Ja, ich komme ja schon. Mach die Barriere bitte auf. Danke sehr. Das hier. Das würde ich lieben gern offen sehen. Ja. Ich sehe schon, dass da hinten Spaß wartet. Ich weiß nur nicht, wogegen die kämpfen. Ach, die kämpfen gegen die Spinnen.
Nach diesem Schlag gehen wir los. Ist das wirklich dein Ernst? Einfach nur hin und durch. Scheiß auf alles. Ich bin weg. War da was? Ich dachte, ich hab dich umgebracht. Und was zum Geier ist so stark, dass es Mama One hittet? Was ist so stark, dass es das Vieh One hittet? Zum Glück halten die nicht viel aus. Danke, dass du dich auch mal entschlossen hast zu schießen. Boah, von nah sehen die Dinge ja richtig cool aus. Euch Hessons habe ich nicht vermisst. Mädel, dir klebt was am Arsch. Genau, hilft mir Spinnleins. Ekelhafte gibt einen Schmeiß hier. Ich weiß nicht, was mehr nervt, die Spinnen oder das da. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Aber laut den Erfolgen soll es noch eine Waffe geben. So ein Dornenwerfer. Sesam, öffne dich. Boah, die labert natürlich, während ich einen Kilometer wegstehe. Du bist auch ein Genie, ne? Da, ich habe die Tür aufgeschossen. Jetzt mach Sesam, öffne dich. Warte hier. Ich werde das machen. Wenn ich den Schalter umlege, bricht hier die Hölle los. Enttäusch mich also nicht. Du bist hier die Enttäuschung, nicht ich. Moment, ich kann die Tür von hier öffnen. Ich brauche etwas Zeit. Betten, aus der anderen Richtung kommt jetzt was. Ich bin noch mit der Tür beschäftigt. Geh nicht weg. Das sollte reichen. Mach dich bereit. Das heißt, ihr macht dich bereit. Es gibt einen schmalen Gang. Geh weiter. Wir treffen uns später wieder. Ja, super. Kacke, den letzten habe ich verfehlt. Komm. Danke. Boah, die kommen aus so komischen Barrieren raus. Ja, hi. Bitte bleib allein. Das war mein Jumpscare.
Ja, einfach so einen Schrecken zu verpassen. Wo muss ich denn lang? Da lang. Ach nee, das ist meine. Ich brauche ein bisschen. Scheiße, ich habe die letzte verfehlt. Ah, aber sie hat getroffen. Wenn er so schwer ist, womit wollen wir den transportieren? Ach so, sie nimmt das nette kleine Maschinchen da. So etwas für mich arbeiten zu sehen, das macht Freude. Das macht Freude. Oh, und da ist eine Waffe. Der Dornenwerfer. Explodieren 4 Sekunden nach Kontakt oder du nutzt den zweiten Abzug, um sofort alle Dornen zu zünden, die abgefeuert. Damit kann ich viel mehr arbeiten als mit diesem Plasmagewehr. Sayonara! Ich treffe gerade echt beschissen damit. Ich habe noch nicht den Bullet Drop bei dem Ding raus. Ich weiß jetzt nicht, was ist, was beschissener ist. Der Dornenwerfer oder das Plasma-Ding? Ah, das Plasma-Ding ist ultimativ kacke. Das einzig Nützliche an dem Ding ist der Schild, sonst ist das Sturmgewehr besser. Sechs Dornen habe ich immer. Das Ding lädt automatisch nach. Sobald was explodiert zumindest. So, jetzt sind wir an den Dornenwerfer gebunden. Verstanden. Ich lass dir den Vortritt. Du bist der mit der Kampfmaschine. Ah ne, 8 Dinger hat die. Und daran sehe ich, wie voll die ist. Ach, es ist so schön, dass das Ding für mich arbeitet. Man muss natürlich jetzt bedenken, ich habe nix, um akkurat zu zielen. Kann aber so gesehen treten ihn machen. Ach kacke, das Ding macht auch nicht so viel Schaden. Okay, die Flotte kommt. Kacke, verfehlt.
Danke, dass du so schön im Scheinwerferlicht stehst. Der Dornwerfer war jetzt, glaube ich, nicht die beste Wahl. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Genau, schieß den da oben doch auch mal weg. Überlassen ihm alles mir. Du hast schon so ein Mega-Ding. Oh. Was liegt denn da Schönes? Der Dornenwerfer ist cool. Ja. Das Problem ist, ich brauche halt etwas, um Schaden auszuteilen. Gerade bei solchen Dingern. Boah, ich mache jetzt erstmal den da oben weg. Ich glaube, das trifft sie auch leicht durch die Wand hindurch. Der Explosionsradius ist auf jeden Fall gut. Und ich brauche nur 2 Schuss, um sie zu töten. Geschafft. Weiter geht's. Also wenn ich treffe, bringt's um. Und wieder mal bin ich fernab der Kamera. Hilfe! Ich habe alles vorbeigeschossen. Da ist einer einfach direkt vor mich gerannt. Danke. Puh. Oh mein Gott. Ja, wir sind, glaube ich, echt im Endgame gerade. Soll ich einsteigen? Oder soll ich vorrennen? Nee, jetzt mal im Ernst, was will die von mir? Willst du irgendwas? Muss mich kratzen. Ach, ich renne einfach. Ba 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 ba. Wird schon richtig sein. Irgendwann folgt ihr mir vielleicht. Also der Dornwerfer ist offenbar wirklich die letzte Waffe. Ich soll wohl stehen bleiben. Das war's. Okay. Sag mir das doch.
Hat sie wahrscheinlich und ich hab's nicht gehört. Wie schnell dieses Drecksding ist. Boah. Kommen die da einfach aus der Decke? Ich krieg nur mal die Schrotflinte. Ihr könnt mich mal. Mitnehmen würde ich aber trotzdem. Genau das. Tschüss! Es ist so schön, dass man den Kleinen damit so gesehen ein paar Fallen machen kann. Oh, man kann die auch in die Luft zünden. Okay, dann ist das Dornengewehr vielleicht wirklich geil. Ich komme. Von hinten kommt nichts. Aua. Krieg ich sie noch? Schade, wir werden es nicht herausfinden. Ich muss nachladen, das Vieh muss nämlich unbedingt weg. Ich komm ja schon. Aber das musste sein. Die Hässlons ballern immer noch mit nach mir. Rennt rein. Ja, jetzt gern hätte ich das Sturmgewehr. Ah, super. Ach nee. Ich weiß auch, dass wir tot sind, wenn das Ding aufknallt. Mach dich einfach mal zur Abwechslung nützlich. Das war eigentlich nicht das, was ich vorhatte. Sie muss eigentlich vom Prinzip her vorangehen. Da liegt wieder was. Was liegt da? Die Schrotflinte, die kann ich gerade eigentlich gar nicht gebrauchen.
Ein Scharfschützengewehr ist das Beste, was ich gerade habe. Wir haben Gesellschaft, nicht. Ach, ich brauch's zumindest mehr als das scheiß Plasma-Ding da. Beziehungsweise mehr als den Dornwerfer, ganz ehrlich. Der Dornwerfer ist hier gerade überhaupt keine Hilfe. Damit treffe ich wenigstens. Der Dornwerfer ist nur gegen die Maschinen und die Riesenspinnen gut. Im Normalfall ist der Dornwerfer kacke. Da ist die Schrotflinte nützlicher. Das kannst du ruhig öfter machen. Im Ernst, die Raketen kannst du ruhig öfter ballern. Haben wir es fast geschafft? In der Regel braucht das Ding aber gerade echt lang, ne? Easy. Böse. Vor allen Dingen, dass sie trotzdem auf mich ziehen, obwohl da so eine richtig fette Maschine vor denen ist. Einfach reinrennen und losflinten, nee. Schieß weiter! Oh mein Gott! Da hebt ein Riesenschiff ab. Aber wenigstens bin ich endlich hier oben. Gott. Zwei kaputt. Schieß doch mal! Du blöde Tröte! Gott. Kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Arbeit mache. Ich muss regenerieren. Eslon. Ja, die machen es ja genauso. Die brechen da hinten auf, ne? Die wollen da einfach rein.
dahin. Ist hier dein Shuttle? Hier kommt doch safe noch ein Endboss. Geh rein, Pilot. Ich werde den Kern gleich drin haben. Ich komme. Ja, yep, das ist ihr Shuttle. Da. Habe ich das Spiel durchgespielt? Sieht zumindest so aus. Mädel, wir sollten los. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, cool! Hui. Bitte nicht übel werden. Hoffentlich nicht schlecht. Das ist gerade zu cool. Ab ins schwarze Loch! Und jetzt muss es abkacken. Du tust jetzt genau, was ich sage. Steuer das Shuttle an die Spitze des Pfeilers. Wir fliegen nicht zum Vorbloch. Tu es jetzt! Okay. Schon gut. Warum? Gut, mach das aber ohne mich. Brauchte dich, dass ich nah genug rankomme, um zu fragen. Fliege ich jetzt alleine los, oder? Tschüss! Ich hau da mal ab! Oh, das ist richtig cool! Ach, nein! Oh Gott! Absturz! Wir haben es nicht geschafft. War ja klar, dass was schief geht, ne? Da hat's geknallt. Als ich es gedreht hatte, habe ich mir kurz die Augen zugemacht. Ich werde sterben, oder? Yo, ich werde sterben. Es gibt kein Happy End. Nur ein helles, weißes Licht.
Boah, das tut sogar bei geschlossenen Augen weh. Hallo? Okay. Okay, das war offenbar Farpoint. Mit so einem Ending habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Wirklich sehr interessant, das Spiel. Kann ich die Credits ein bisschen beschleunigen? Nö. Ich lege mal den Controller beiseite. War auf jeden Fall spannend. Ich will mal kurz hören. Okay, man hört noch alles sehr gut. Jetzt gut, dass ich das im Ende prüfe, ne? Ja, Leute, das war Farpoint. Ein Spiel, das ich anfangs nur gekauft hatte, weil ich mit einem Kollegen das zusammen machen wollte, den Multiplayer, aber ihm wurde schlecht davon. Ja. Und weil ich das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen haben wollte, habe ich mich ja dann entschlossen, dass ich einfach generell das Spiel einmal durchspiele. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ja, das Ende, das war mega ekelhaft. Da war gerade irgendeine Nachricht. Ja, wir können jetzt noch die Credits abwarten, ob danach noch was passiert. Ich werde jetzt die Credits über den Schnabel halten. Und für YouTube eventuell ab jetzt im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Also, bis dann, falls gleich noch irgendwas passiert. Okay. Ja, Leute. Das war auch mal halt wirklich das gesamte Spiel. Wir haben jede Waffe gesehen. Du bist absolute Kacke. Zusammen mit du und dir. Ihr seid Müll, ihr gehört in den Müll. Aber ja. Oh, guckt mal. Weil ich das Spiel jetzt durch habe. Guckt mal, ich habe jeden einzelnen Gegner bei mir jetzt auf dem Tisch. Oh, wie süß. Sogar hier die drei. Und die Frau, die ist sogar hier das animierte Männchen aus den Projektionen. Oh, das ist ja richtig cool. Da, man kriegt sogar was am Ende dafür, dass man den ganzen Scheiß über sich hat ergehen lassen. Nur ist das Ende halt ein bisschen enttäuscht. Oh, guckt mal, das sehe ich auch erst jetzt. Ich habe eins der Viecher auf dem Bad zu einem Stofftier gemacht. Ah ja. Na gut, aber hier dann jetzt wirklich ciao und bis zum nächsten Mal. Farpoint, du warst ein tolles Spiel. Falls es Nachfolger gibt, spiele ich den gerne. Aber bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.